Ach ja, Leute, findet es nicht schön, hier einfach in der Natur zu stehen und hier einfach komplett zu chillen. Ich finde meinen Garten auch mega cool hier. Und damit willkommen zu einer Folge Minecraft-Abo hier, yo, meh. So, genau. Wer die Folge nicht gesehen hat, Folge haben wir nämlich hier meine Items hier zurückbekommen. Yo, Mai und Flo haben mir irgendwas geschrieben, nämlich, warte mal, wo ist denn das? Irgendwo habe ich das gehabt. Wo war denn das? Auf jeden Fall hat Flo mir so ein Dings geschickt. Und, also Flo, und dass ich einen Block zurückblenden soll und dass ich, er geschenkt für mich hat. Und, dann lasse ich jetzt genau jetzt hier so einen Einspieler da, weil beim Einspieler, da hat, war ich gerade nämlich am Shop bauen unten, den ich auch gleich zeige. Und, wie gesagt, da hat er mir ein Geschenk gegeben. Bist du gerade da? Hi Flo, Hallo, ich sehe doch nicht, dein Franzl, hol die gerade an hier. Ach ja, gell? Hast du meinen Shop hier gesehen? Ey, ich hab gar nichts, ich wollte gerade. Oh, Julian aus dem 30-Punkt-Shop. Jo, mei. Ey, hier ist ein Burgerladen, oder? Ich war noch gar nicht da. Ich hab den originalen Schnitzel hier reingegeben hier. Lol, 16 Schnitzel für 5 Dollar, du hast vorher gegeben, nämlich, Steak 15. Ja, also, nämlich, ich hab, das ist ein original Schnitzel, verstehst du? Nämlich hab ich mein Horst. Geil, ich hab auch original Schnitzel, warte mal. Ich hab mein Horst. Kannst du hier einkaufen? Kannst du eigentlich, Größe, oder? Muss ich muss irgendwo einkaufen bei dir. Warte. Ich hab noch gar nichts verdient hier. Rein? So, also rein da und. Ja, ey, das ist nur ein Schnitzel, das ist Scam! Ja, ein Schnitzel für Dings, oder? Ich hab nur eins bekommen für 5 Dollar, aber okay, ist okay, ja. Für 5 Dollar ist ein Original-Schnitzel, ja? Ja, original. Es geht, okay. Ey, nimmst du gerade auf, ne, oder? Doch, ich nehm gerade auf. Ich hab wirklich? War gerade eigentlich hier am Bauen, okay, und dann bist du gekommen. Okay, Folge? Mittwoch. Dann auch? Wirklich, meine auch? Okay, warte mal. Okay. Ja, ich hab so eine Schnitzel, ich hab dir ein Geschenk gemacht, weil du hast ja Geburtstag und deswegen. Ha. Oh, Junge. Alles gut, ich wollte dir ein Schild schrauben, jetzt bist du eh da. Ich hab dir einige, ich hab dir coole Sachen geschenkt hier. Warum ist der Lemonka drin? Warum ist der Lemonka drin? Ich hab dir einen Brief geschrieben, dafür musst du mir Blöcke zurückgeben, deswegen kriegst du das. Und ach, ich hab die Goldblöcke geschenkt. Warte, ich wollte dir noch zeigen, was ich überhaupt geschenkt hab. Ach so, warte mal. Ich hab die Goldblöcke geschenkt, die ich natürlich selber gefarmt hab. Ich hab die auch bei mir kurz gehabt, gell? Ah, ja, stimmt. Ich hab dir zwei Kuchen geschenkt, krieg ich die ganze Zeit von so Boxen zum Geburtstag. Zweimal Besuch, ja. Gott, das ist legit selten. Eine also Schatzkarte, stimmt, gell? Keine Ahnung. Schatzkarte? Und ein Brief hier. Ein Brief hier steht, alles gut zum Geburtstag, Julian. Hashtag Cactus Army, Hashtag Julian ist 14. Oh, Hashtag Top stinkt, Hashtag jeder Mob stirbt, wenn Top stinkt. Ich dachte, Flo, die Leute haben auch geschrieben, du hast irgendwie... Du hast den Lemonka, warte mal. Du hast den Lemonka-Bogen eigentlich in meinem Livestream bist du irgendwie in das Loch gesprungen. Ja, ich hab das so getan, ihr Dings. Übrigens, wie findest du mein neuen Hoodie, den ich gerade hab, Julian? sehr stinkig. Ah, sehr stinkig, jo, mei. Okay, warte, Julian, wie viel kostet das Pro-Design hier bei dir? Achso, das Design, Du hast ja, so Werbung-Dings. Ich kann ja, hier könnte ihre Werbung stehen. Also, kann ich da meine Werbung drauf machen? Ja, da kannst du so praktisch Werbung drauf machen. Also, 200 Dollar pro Schild. Also, das ist die unteren zwei, also die unteren zwei kosten 200 Dollar. 200 Dollar pro Schild, warte mal, kann ich mir das überhaupt leisten? Und das obere kostet so 300, glaube ich, das mal, große. Okay, warte mal ganz kurz, ich habe hier 50, warte mal, ich muss, kannst du wechseln? Wechseln? Ich habe nur 100, 10, ich habe nur 10 und 5. Ich glaube, jetzt sehen wir, das ist nochmal 50. Ich glaube, geht's? Das hier sollte hier Dings sein, warte mal, hier 200. Also, und das obere, also ist insgesamt, ich glaube, das soll 400 sein, okay? Warte, wie viel hast du gegeben? Warte, Sekunde. So, warte. 400 Dollar, das sollte 400 sein, okay? Jedenfalls, ich will, dass du zweimal mein Top-Stink-T-Shirt, was auf shop.com gibt, da drauf machst, mit schwarzem Hintergrund. Hast du ein Schild? Oder warte kurz, genau, mit 200 Dollar kostet es pro Design, also kann ich hier zweimal Top-Stink drauf machen. Dann sieht sogar tot. Warte kurz. So, wenn ich seit ihr das noch nicht habt hier. Holt euch und Leute, wenn ihr es habt, schickt ein Bild an Tups, damit er sich ärgert. So, okay. Das heißt, ich schreib's mir auf, das heißt, wie viel? Ja, genau, was speichert ihr das? Alles klar. Einmal Tups stinkt, also, oder zweimal Tups stinkt? Nee, zweimal, ich hab 400 Dollar. Zweimal Tups stinkt, will ich das da oben stehen. Zweimal Tups stinkt, okay. Übereinander, in maximaler Größe. Okay, alles klar, bis dann. Okay, ja, passt, ciao, alles klar, da war Flo grad da. Okay, so sind wir wieder. Ja, er hat mir einfach hier ein Geschenk gegeben. Und jetzt habe ich auch den Lemonka-Lehrbogen. Und der Rest des Geschenkes sollte eigentlich noch unten sein. Bevor ich noch weitermache, will ich noch sagen hier, wie gesagt, Jonas der 30-Punkt-Shop, wie hier im Hintergrund steht. Jonas der 30-Punkt-Shop hier für einen saftigen Merch, wie zum Beispiel das Federmäppchen. Jo, mei, das Federmäppchen und die Dosen. Wie gesagt, einfach hier, ja, das Adress Job ausstecken für saftigen Franzl-Merch. Es kommt nämlich, wie gesagt, ein neuer Merch demnächst. Also, wie gesagt, seid gespannt. Es dauert noch ein paar Tage, also bleibt unbedingt am Laufenden. Schaut jede Folge und liked, dass ich hier sehe,
Also ihr aktiv seid, genau. Ich habe jetzt noch zwei Boxen, die kann ich, glaube ich, den nächste aufbauen. Genau, hier habe ich mir nämlich aufgeschrieben, nämlich Tobs stinkt. Also zweimal Tobs stinkt muss ich aufhängen. Und dafür habe ich hier in dem Schnitt hier nämlich bekommen $400, glaube ich, von Flo hier. Wenn ich jetzt eigentlich runterschaue. Aber davor wollte ich noch was zeigen hier, bevor ich runterschaue. Nämlich habe ich vergessen hier, ich habe eine neue Etage gebaut, ja. Nur habe ich vergessen hier den Aufzug noch gescheit zu machen. So. Und Leute, ich habe was Neues gebaut. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, genau jetzt, was ihr denkt, was ich hier gebaut habe. Wie gesagt, es ist einfach richtig cool. Und ihr seht schon, es hat was mit Redstone zu tun. Genau. Okay, 3, 2, 1, genau hier. Hier ist meine kleine Konstruktion hier, Leute. Nämlich, ich habe ja nämlich ein bisschen Redstone gefarmt in Minen und habe jetzt so eine kleine Konstruktion gebaut. Nämlich, soll das so eine. Warte, ich muss ein bisschen. Oh, ich bin ein bisschen schnell geworden, Speed gerade bekommen, irgendwie. Alright. Ja, wie gesagt, okay, hier tropft schon das Wasser. Diese Konstruktion ist nämlich eine Schnitzel-Transformation, kann man schon sagen. Nämlich, wenn man hier zum Beispiel. Also, ich gebe jetzt mal hier ein Schnitzel in den Dings rein. Das ist jetzt hier drinnen. Wenn ich jetzt hier das Dings drücke, geht es hier vorbei, sammelt hier ein Schnitzel oder verwandelt das Schnitzel hier um. Und, Leute, ich glaube, eine kleine Fehlkonstruktion, Leute. Eigentlich sollte jetzt hier, irgendwie Redstone gedingst werden. Warte Sekunde, wenn ich jetzt den Minecart nehme. Ja, stell dich vor, also hier soll es eigentlich drauf gehen. Dann kommt, sollte hier Wasser kommen. Das Wasser schubst das Minecart hier so rüber. Dann geht das hier hoch, hier vor, nach vorne. Dann geht es hier runter. Dann geht das hier lang. Hier runter, da kommt das Wasser, schubst das hier an, jetzt geht das so und hier ist es. Und hier ist so ein Schnitzel. Das ist eigentlich richtig cool, nur muss ich das noch irgendwie überarbeiten. Und, weil ich muss jetzt irgendwie zurückschieben, dass sich das Wasser resettet. So, man muss es auch ein bisschen überarbeiten, wenn es kaputt geht, geht auch kaputt. Das will gerade heute irgendwie nicht kaputt gehen, oder? Ah, jetzt ist es kaputt, nice. Jetzt kann ich das wieder schnell zusammen. Bam. So, jetzt stelle ich das wieder nach oben. Also, ich eine simple und coole Funktion hier. Das Dings hier verwandelt sich, das Steak verwandelt sich nämlich nach Schnitzel. Ich kann es eigentlich gleich nochmal versuchen. Nur muss ich schnell herausfinden, wie man das, was da hier passiert. Weil ich kann das hier zurückschieben. Ich glaube, ich muss es einfach hier zurückschieben. Dass es hier so ist. Dann sollte es eigentlich schon wieder gehen. Eigentlich. Weil ich hier alles raus. So, dann muss ich hier hochgehen. So, und hier muss ich nämlich noch irgendwie schaffen, dass das, wenn das Minecart, sollte eigentlich hier raufgehen auf das Dings und sollte es aktivieren. Wenn das hier das aktiviert, jetzt hat sich das Wasser aktiviert, okay. Ich baue es noch schnell einmal ab. So, das heißt, ist schon wieder ein Schnitzel reinkommen. Das heißt, so, bam, bam. Und mach so, ein Steak rein, dann drücke ich die Chest. Jetzt geht das nach vorne, das Wasser wird eingezogen. Oh nein, jetzt ist das Wasser eingezogen. Leute, kleine Fehlkonstruktion. So, wir haben es gleich, Leute. So, so, so. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Jetzt kommt wahrscheinlich der Block hier noch da. Dabei nachher hier. So. So. Das heißt, Steak rein. Oh nein. Steak rein. Soll es hier nach so schieben. Und jetzt soll es eigentlich funktionieren. So. Genau, jetzt kommt das Wasser hier. Das Wasser sollte es. Genau, das Wasser schiebt das Minecart jetzt hier nach vorne. Und es sollte eigentlich bis zur Rail kommen. Kommt es bis zur Rail? Genau, jetzt kommt es zur Rail. Jetzt geht es nach unten und rüber. Das andere Wasser aktiviert sich. Geht hier rüber. Das andere geht runter. Und hier geht das Schnitzel raus. Nachher schaut man noch hier rein. Und man hat einen Schnitzel und einen Block. Der Block soll eigentlich nicht normal sein. Und genau, jetzt habe ich hier einfach Schnitzel, Junge. Und ja, hier habe ich noch ein paar andere Schnitzel. Die habe ich zuerst noch von Testversuchen hier. Genau, so, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier hoch? Ich glaube, ich mache einfach hier so. So, und ich glaube, 5. Stock war das. Ja, wie gesagt, hier, wenn ihr, weil einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass ich hier so eine Schnitzelfabrik bauen soll. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für irgendwas hier zum Bauen, unbedingt einfach in die Kommentare schreiben, Junge. Weil ich habe hier noch nämlich einen Platz und hier einen Platz. Also, ich blende den Kommentar ihr auch ein. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ich hier bauen soll, dann baue ich das auch in den nächsten Folgen und ihr werdet auch eingeblendet. Und wie ihr auch seht hier, ich habe jetzt so eine Art Franzl-T-Shirt, also Franzl, wirklich Franzl-T-Shirt an, Franzl-Hoodie. Ja, 30-Punkt-Shop hier, saftigen Franzl-Hoodie. Das ist aber richtig cool in dunkelblauer Farbe.
Und genau. So, jetzt wollte ich eigentlich hier noch den Dings entclaimen. Das heißt, was? Ich muss jetzt erstmal schauen, was brauche ich. Das heißt, ich brauche 1, 2 Chunks, glaube ich, entclaim ich einfach vom Flo, 2 Chunks oder so. Das heißt 80. Okay, und nachher claim ich die 2 Chunks wieder oder so. Genau, und die, wie gesagt, die Truppe stinkt, das hänge ich demnächst auf, also okay, keine Angst hier. So, mal so. Alright, hier ist nämlich der Franzl-Shop hier mehr oder weniger. Und, was ist das? Hallo? Hallo, ich bin, der, oh, au! Hey, was sind das für Hühner? Und kann ich dich angreifen? Aua, 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 aua. Was sind das für Hühner? Und kann ich dich nicht angreifen, hallo? Alter, doch. Wir werden siegen. Warum werdet ihr siegen? Also wahrscheinlich habe ich nicht angreifen können, weil die Tops und Dings waren. Wir werden siegen, okay. Sind noch welche? Denkt nicht. Ja, jetzt hat irgendwer schon eingekauft bei mir. So, haben wir schon. Oh, doch, 5 Dollar. Irgendwer hat schon mal eingekauft, den Schnitzel bei mir. Das backt hier ein bisschen. Habe ich noch einen Amboss hingestellt, ein zweites. Falls hier, weil ich hier Dings. Und hier ist noch das. Hier sind noch die ganzen anderen Schnitzel. Aber die Fake-Schnitzel, das kann ich eigentlich hier austauschen. So. So, 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 so. Alright. Nämlich, wollte ich dir noch zeigen, hier hast du 30 Punkte Job, Junge. Habe ich nämlich hier eine Quest gemacht. Nämlich gibt es hier eine Quest. Wenn man die Quest macht, dann sollte eigentlich hier, nee, hier war es nicht. Hier nämlich, sollte, wo ist denn das? Bam, 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 bam. Genau, Gucci Gang. Öffne den Jonas 30 Punkte Job am Spawn. So. Ich mache jetzt so und hab das. 100 Dollar bekomme ich hier für das. Richtig cool. Sicher, Jonas 30. Oh Leute, das backt hier komplett irgendwie. Jetzt habe ich nicht Jonas 30 Punkte Job hier. Nice. Hier habe ich nicht 20 Euro für ein T-Shirt. So wie in real life, oh mein. Wie gesagt, Jonas 30 Punkte Job. Und hier kann man sich einfach ein Dings Franzl-Hoodie holen. Ich habe ja auch noch Vorrat hinten. Und wie gesagt, weiß ich nicht, weil es einen softigen Franzl-Rucksack gibt es ja auch. Eine Tasse, die einfach äußerst gut ist. Und Federmäppchen und wie gesagt, ja, das ist ein Job für softigen Merch. Und genau. Hier habe ich doch das Geschenk und ich habe ja noch ein bisschen Vorrat. Ich muss demnächst mehr, warte mal. Hier ist der Vorrat. Ich muss ja demnächst hier mehr machen. So. Genau. Und Flo hat mich nämlich hier, das habe ich kurz reingelegt, weil ich den Monk gehabt habe. Nämlich hat er mir 7 Goldblöcke gegeben. Was richtig cool ist. Wir haben noch ein bisschen Schnitzel gegeben. So, ein bisschen Schnitzel. 2 Kuchen, warum auch immer Kuchen. Genau, er hat nämlich doch Happy Birthday hier gehabt. Das habe ich eigentlich eh schon vorgelesen. Dann gebe ich auch das rein und die Spitzhacke und, ich weiß nicht, die Spitzhacke ist eigentlich relativ gut. Autosmelt steht da. Also, lol, wenn man die, wenn man der Spitzhacke irgendwie, Eisen abbaut, wird er automatisch geschmolzen. Okay. Genau, ich lese jetzt doch schon hier das Dings. Alles Gute zum Geburtstag, Jonas, bla bla bla. Jo, Mai steht drinnen, jo, Mai. Wie gesagt, Top stinkt, jeder Ops stirbt, wenn Top singt. Ja, mein Jonas ist jetzt 14. Ja, genau, ich bin nämlich heute. Nee, warte mal, ist es heute? Nee, morgen ist 12.12. Und hier ist noch ein Dings. Nämlich habe ich morgen Geburtstag. Und das ist richtig cool. Oh nein, warum kann ich. Hier ist geclaimed, glaube ich. Deswegen kann ich ihn nicht schlagen. Nicht habe ich morgen Geburtstag. Also, wie gesagt, schreibt alle in meine Kommentare. Alles Gute zum Geburtstag. Will ich wirklich feiern hier? Jo, Mai. So, und genau, morgen hat nämlich. Also, nee, übermorgen, am Freitag hat. Flo hier Geburtstag, er schreibt unbedingt Flo, hier geht zu Flo rüber und schreibt in die Kommentare, alles Gute zum Geburtstag, Flo, ja, Mai, welch am 12. und, Flo hat hier am 13. und komm her, du Huhn. Wisst ihr, von wem die Hühner hier sind? Zeig mich sie mich. Komm her, hier ist, Wildnis. Böses Huhn. Keine Chance, ja, ich habe eine Chance, ja. Genau. Und, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, ist, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hoch und lage die Items noch ein. Und wie gesagt, wer noch Dings hier machen, wer noch Fanarts hat oder gemalt will, also wer Fanarts hat oder malen will, wie gesagt, zuerst 33-official, wie hier, zweiter Link in der Beschreibung, einfach Instagram taggen. Und ja, hier ist irgendwie ein Dings. Ich baue hier auch demnächst hier hinten ein Haus, also keine Angst. Hier ist, glaube ich, irgendwie erst ein eingeschneit oder so oder hat irgendeine Welle getroffen. Genau, so. So, so. Alright, genau, wie gesagt, oh, hier ist ein Skelett, böses Skelett. Zu einem Geburtstag, genau, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wann ihr so Geburtstag habt. Würde mich echt interessieren hier. So, weil ich habe jetzt im 12.12., wie gesagt, Geburtstag. Und, ja, also wir haben hier schon gefeiert, wir haben am 8. gefeiert. Und, jo, mal, ich bekomme nämlich einen Greenscreen, denke ich, einen neuen. Und ja, das ist richtig cool, Junge. So, dann kommen höhere qualitative Videos für euch, Junge.
So, nämlich kommt auch morgen ein Ding-Special hier. Ein gutes altes Christmas-Special. Geburtstags-Special hier. Also wie gesagt, einfach morgen wieder auschecken hier. Und genau, ich wollte jetzt noch die Sachen hier einlagen. Nämlich habe ich noch $100 auch. So, das heißt $550 habe ich schon richtig viel. Das Gold könnte ich hier eigentlich reinlagern. So. Bam, bam, jo, meh. So, ich könnte es eigentlich wieder nach Farbe sortieren, aber es wird schon irgendwie pass. Es wird schon so basen. So, So. Das Rote kann ich irgendwie so Redstone so machen. Kann ich das irgendwie sortieren, mehr oder weniger. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Wenn ich jetzt so mache und den Moonstone, jetzt kann ich alles hier drauf geben, ob irgendwie. Ding sehr, jo, mei. Ich habe hier irgendeine Buried Treasure Map. Wo ist die Buried Treasure Map, ist die Frage. Hab ich mal reingelegt. Ich glaube, die Spitzhacke, aber meine Spitzhacke ist halt auch relativ gut. Das nächste Mal zu meine Spitzhacken hier rein. Also, falls wir die noch brauchen. Und hier, nämlich bei den Mob Drops, haben wir nämlich hier als Knochen, jo, mei, Knochen noch. Ich leg's einfach mal hier in Federn. Und, Berries. Ich glaube, Berries zählt zu Essen. Das heißt, Essen. Wo bist du, Essen? Hier. Ich habe in Folge auch ein übelst großes Unboxing gemacht. Da haben wir natürlich auch so hart die Simmery Fruit und sowas bekommen. Also nicht so solche guten Sachen, aber es geht. So, dann will ich jetzt auch mal sagen, dann gehe ich jetzt mal rüber und hier ist noch ein Kuchen, den platziere. Wo platziere ich denn? Ich platziere mal hier irgendwie so. Alright, dann gehe ich jetzt mal rüber oder so. Ich mache mal lager noch ein bisschen Schnitzel, hey, yo, man. So, alrighty, die mighty, daddy. Also den Bogen könnte ich noch hier nach oben einlagern. Jetzt, so. Happy Birthday, wo lag ich das ein? Ich lag es mal hier rein. Kuchen, Essen hier. Kuchen. So, Buried Treasure Map. Wo gehe ich die Treasure Map hin? Wo ist eine Treasure Map? Wo kann man eine Treasure Map reinlegen? Vielleicht bei Enchanting Books. Ja, ich leg's mal hier rein. Dann gehe ich jetzt erstmal runter hier und schau, ob ich irgendwie Chunks machen kann. Dingsen kann. Yes, Dingsen hier. Nämlich wollte ich noch hier irgendwie, Chunks, claimen hier, yo, mei. Und vielleicht schon 100 Zeit Chunks, wir müssen unbedingt aufholen. Das heißt, wir haben jetzt, warte mal, ich gehe mal alles hier raus. Das heißt, wir haben jetzt 550, das heißt, muss, minus 2, 1, 2 bei Flughof, Dings wegmachen. Nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oder? 13 Chunks haben wir jetzt zum Claimen. 13 Chunks und immer noch $200. Das 13 Chunks können wir jetzt claimen. Ich glaube, ich claime jetzt einfach noch irgendwie 13 Chunks. 13 Chunks. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, wir haben jetzt nicht mehr so viel Dollar. Wir haben jetzt, wie haben wir noch? $75, das wird schon reichen, ja? Das heißt, wir haben jetzt 20 Chunks wieder zum Claimen. Tobs und ich haben auf mehr als das Doppelte hier beim Dings. So, also dann claim ich das Dings. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Jetzt also claim ich doch schnell hier Frozen Chunks. So, 1, 2. So, 1, 2. 17, 16, 15. 15, 14, 13, 12, 11. 11, dann gehe ich noch schnell hier zurück. 11, das heißt, hier haben wir noch 11 Chunks zu claimen. Das heißt, ich claim, glaube ich, erstmal das Haus da hinten. 11 Chunks. Sollte ich eigentlich ausgehen, weil ich wollte das zweite Haus auch noch hier claimen. So. 11 Chunks, 11 Chunks, 11 Chunks. So. 11 Chunks. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das sollte eigentlich jetzt passen. Und wir haben jetzt eigentlich relativ viel Land hier schon, gell? Also, wenn man hier mal schaut. Richtig viel, schau mal, wenn man jetzt schaut. Wir machen richtig viel, wir machen fast das Dorf. Oh Leute, was bist du hier? Was bist du hier? Nein, wir machen richtig viel Damage. Oh. Was du doch immer du für ein Vieh bist. So. Alright, weil ich esse mal hier was. Was für ein böses Vieh ist das? Keine Ahnung. Alright, so wie gesagt, das ist 30 Punkte Job. Und Flo, ich wollte jetzt hier gerade noch. Flo schreibt mir gerade. Ja. Was mit Flo hier? Ich wollte jetzt gerade eigentlich noch ein paar Chunks kaufen. Komm mal zu mir, schreibt er. Aber ich glaube, da vorne ist es schon. Was will der mir zeigen? Okay, ist sie noch? Okay, Leute, wir müssen jetzt erstmal schauen,
ob hier irgendwas noch normal ist. Ist hier irgendwas normal? Und es laggt schon. Warte mal. Ist hier irgendwas bei ihm, ist die Frage. Was wird der hier gehabt? Was wird der bitte haben? Oben ist noch der Statue. Warte, ich geh mal zu ihm. Oh, das ist Julian. Hi, warte, wo bist du? Hi, Julian, was geht? Da sind gerade ein paar Mobs hier. Oh, warte mal. Julian, ich wollte dir was zeigen. Warte mal, erstmal so, zack. Oh, pass auf, ich mach richtig viel Damage. Oh nein. Du musst aufpassen. Die sind richtig stark, die Viecher. Und die haben Honig gedroppt. Julian, komm mal bitte mit ein Haus. Du musst aufpassen auf Titus. Komm mal zu mir. Oh, hä? Oh nein, das ist Titus. Hä? Warte mal, hä? Gleich nicht. Nein! Flo, nein. Flo, hör auf! Nein! Hä? Hä? Was hast du bitte bei dir gemacht? Hä, hast du rumgebackt? Was passiert bei dir denn? Flo, ich hasse dich. Hey, komm doch mal. Hä? Warum haben wir weichen? Okay, geh mal nicht zu Titus! Hä, Titus, was war mit dir? Ich war nicht so in der Box drinnen. Ich hab mich rausbewegen können. Hä? Wirklich? Ey, komm doch mal zu mir, aber komm hinter mein Haus, bei meinem Hintereingang. Hä, wie meinst du? Soll ich von der Seite kommen, oder was? Oder brich mal ein bei mir, oder? Okay, ich sprich mal ein bei dir. Ist der Gang noch da, wo ich dir eingebrochen habe? Okay, Deal. Okay, ich mach dir ein Angebot. Wenn du jetzt es schaffst, hier bei mir einzubrechen, schenke ich dir alle meine Saphire. Das schaff ich schon. Okay. Du musst einbrechen. Wenn du reinkommst, schenke ich dir alle. Warum bist du? Hä, ich bin schon wieder in der Box. Warum kann ich dir nicht raus? Wo bist du? Warum kann ich nicht? Ah, Julian, was ist denn? Hä? Das ist unfair. Kann ich mich hier rausbauen? Ich glaube, du kommst nicht raus. Hey, was ist mit dir? Ich kann mich nicht rausbauen. Heck, wer geht das runter? Meine Illusionsschild funktioniert. Nein. Oh nein, ich glaube, ich bin stuck. Hey, hast du so ein komisches, so eine Worldboard, so eine komische halb durchsichtige Wand? Ja, so eine alte Art. Oh nein, ich bin schon wieder. So eine Worldboard, ja? Komm nicht raus. Die hat dich die ganze Zeit. Die hatten die Schattenmagie. Ich hab dir den Block geklaut, das hab ich die. Hä? Na, geil! Ich weiß nicht, was du machen kannst. Ey! Geh mich raus. Was ist das? Ich kann nicht rausmachen! Ich weiß nicht, wie man den Block ausmacht! Nimm mal Containment! Der Block dort, by the way, 10 Minuten abzubauen! Also der ist fast zu hart, die Bildschirm! Ich baue ihn jetzt ab. Okay, man kann den gar nicht abbauen. Was für ein Block meinst du? Ja, Jonas, ich wünsche dir noch viel Spaß in deiner Folge. Flo, lass mich jetzt raus. Ich kann dich nicht raus! Ah, es hat aufgehört! Was? Es hat aufgehört, ich kann wieder raus. Wie jetzt aufgehört? Wenn ich jetzt nochmal rein. Was, schon wieder? Ja. Aber nach der Zeit geht es weg, glaube ich. Auch nach einiger Zeit. Aber nur kurz. Aber ich kann weiterrennen? Hä? Ja, ich hab keine Ahnung! Warte. Ich kenne die Mod nicht. Das einzige Tutorial, was gibt es auf Russisch? Warte, ich glaube, ich muss immer warten, dass es irgendwie weggeht. Ich glaube, du hast halt minimal fast gar keine Zeit. Oh mein Gott, wer schießt da? Du schießt. Hör auf. Ja, oder du machst Slash Kill, dann kommst du auch raus. Wie viel Damage macht das? Gar kein Damage. Triffst du auch nicht mal. Au! Okay, das macht sehr viel Damage. Hör auf. Aber ich habe keine Rune mehr, schade. Warte, oder? Einmal? Oh, das war meine letzte Rune. Jetzt habe ich keine Rune mehr. Hör auf. Ja, kann ich jetzt irgendwie reingehen? Warte mal. Ist aus? Nein, oder? Wie ist das gerade ausgegangen? Hör auf. Ich schau mir auf jeden Fall deine Folge an. Ich glaub, siehst du die Mauer, ja, oder? Ja, warte. Jetzt ist es wieder aufgehört. Wirklich? Jetzt spielt es wieder drin. Ja, du musst einfach weg. Du musst weg. Wenn es aufhört, müssen wir weggehen. Und du machst Slash Kill, wie du willst. Slash Kill? Ja, lieber nicht. Ja. Ich sterb gleich. Böse? Nein. Okay, alles klar. Ja, Julian, ich wollte mal sagen. Oh, ich sterb wirklich gleich. Ich muss das jetzt machen. Alles klar, Julian. Bring mir. Hey, warte mal, hast du jetzt einen Kill bekommen und einen Tod bekommen? Also gleich sieht das aus. Wie ist das Kill? Warte mal. Wie Kill? Alles klar, Julian. Brich mir nicht beim und bring mir Blocke zurück. Sonst baue ich den Block bei dem Haus auf, Julian. Was für ein Block meinst du? Was für ein Block? Gar kein Block, ich weiß, was du meinst. Sonst kriege ich den Schild bei dem Haus. Das wäre richtig. Okay, dann gehe ich jetzt mal irgendwie hier wieder. Bring mir Blocke. Sonst passieren böse Dinge, okay? Sonst passieren auch blöde böse Dinge. Alles klar, Julian, bis dann. Ja, ciao. Das war's auch dann schon wieder. Dann will ich mal hier irgendwie wieder hochgehen. Oder ich will jetzt irgendwie auch sagen, das war's mit der Folge, Junge. Also unbedingt ein Like dafür, mehr hier.
Und, ja, dann würde ich sagen, aktiviert die Glocke, lasst unbedingt ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr hält, hält ihr von den komischen Boarden hier bei Flo drüben. Lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, yo, mei. Und, schreibt einen Kommentar, was ich hier machen soll in der nächsten Folge und ciao!